meine Lieben. Ich hatte plötzlich das Verlangen, mal wieder ein Video auf YouTube hochzuladen. Und da ist mir eingefallen, dass ich noch welche rumliegen habe. Der ein oder andere wird es gesehen haben. Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr eine Reihe von Golfvideos aufgenommen. Davon aber leider nur eins geschnitten und hochgeladen und dann die restlichen nicht mehr geschnitten. Hat auch einen Grund, den ich heute neu entdeckt habe. Die kompletten Dateien, fast 3 Stunden Aufnahmen von meinem Golftraining sind leider so krass in einem Unwetter gedreht worden. I don't know, was da für ein Sturm war. Ist leider nicht hochladbar. Wirklich schade. A loss for you and me both. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Na? Na? Ja, voll. Wollen wir diesen, den Driver nicht mitnehmen? Willst du den mitnehmen? Ja. Dann bauen wir den auch nochmal. Der Markus macht Dreck. Der hat einfach alles ausgekippt. Und so starten wir in meine... Du hast deine Teetüte so rum da reingetan. Das habe ich nicht. Das hätte ich nie, dann wären mir die auch schon alle rausgefallen, weißt du? Ach so. Dann wären die auch schon in die Tüte. In der Tasche um 180 ja, Grad gedreht. Ja, exactly. Exactly what you did. Auf jeden Fall, Leute, ich starte heute meine finale Runde. Nach 3 Wochen Bootcamp. 2. Ja. Nee, 3. War schon sehr lang. Ich bin sehr gespannt, ob ich ein bisschen besser bin als vorher. Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Gerade eben habe ich ein paar Übungsschläge gemacht, die waren furchtbar. Wirklich schrecklich. Mal gucken, was der heutige Tag so bringt. Es ist zumindest sehr schön. Nicht wie letztes Mal, wo es nicht so sehr schön war. Das ist schon mal besser. Ich versuche die Bälle heute nach links zu hauen. Und weit. Und so, dass sie fliegen, dass man es im Shot Tracer sieht. Viel Spaß dabei. Dings, das war jetzt semi gut, aber die Position ist besser als beim ersten Mal. Von hier aus. Wie aufgezieht. Toll, oder? Da? Ja. Das ist gar nicht so weit. Wegen nämlich jetzt, was wissen wir? Das Sandwich und. Gut. Bisschen leicht nach rechts. Das kann ich. Über den Bunker und dann kann er den Rest rollen. Okay. Oder spielst nach links unterhalb von der Fahne, wenn du sagst, du willst nicht über den Bunker spielen. Nee, ich will über den Bunker spielen. Gut. Short Game funktioniert, ne? Genau, vom Gefühl her, als würdest du ihn dann hinwerfen und nach vorne die Bewegung mit langen Armen auch raus. Ja. Ja. Hey. Weltklasse. Oh. Oh. Gut. Ein größter Triumph. So ein bisschen nach links nicht, oder? Sag doch was. Ja, muss ich ja selber lesen. Ja, ein bisschen links anspielen. So ein halbes, so ein fast ein Loch links. Bisschen weniger. Ja. Oh, das wäre so schön gewesen. Der war gut. Aber wenn er reingegangen wäre, wäre es besser. Machst ihn rein. Super, zur 4. Beim letzten Mal ein Strich. Yes. Ja, siehst du. Besser geworden. Deutlich besser. Deutlich besser. Meinen ersten Driver-Schlag habe ich ungefähr 100 Meter weit geschlagen. Nein. Nein? Da war das Loch ist 220 lang, da vorne war die 100 Meter Markierung. Liegst du auf 170 Meter. Oh, no way! Oh. Wow! Jetzt muss ich noch 60 Meter machen und das mache ich mit dem Pitching Wedge. Pitching Wedge. Okay, du darfst. Ich darf? Ja. Das Kart darf. Weil ich bin faul. Wir Golftrainer sind faul. So bergab, ne? Na, musst du mehr in die Knie gehen, musst du halt nach unten arbeiten, ne? Yes. Ja, gib ihm. Oh nein. In den Bunker, über den Bunker und wieder rein. Tja, shit happens. Yes. Zwar ein bisschen rechts, aber ist in Ordnung, ist raus. Gut gemacht. Also, falls ihr für eure Gartenanlage jemanden sucht, der euch den Sandkasten wieder ordentlich herrichtet, dann habt ihr euren Ansprechpartner jetzt hier gefunden. Trau dich. Keine Angst haben. Oh Gott. Ja, früher Bodenkontakt. Als du Angst gesagt hast, die Angst. Ja, ist nicht schlimm. Kannst du hinterhergehen? Du machst den nächsten Schlag. Der ist zu lang. Ja. Wieder, wie viel der Schlag kommt jetzt? Gut. Nee, ist alles andere als gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Die
einzelnen Schläge sind ja schon ein bisschen besser als. Die einzelnen Schläge sind deutlich besser, aber es ist halt jetzt eine Längendosierung und dafür musst du halt mehr trainieren. Ja, richtig. In der Mitte von dem helleren Streifen, da kannst du hinzielen. Ja, das hätte ich auch ungefähr gemacht. Gut. Na, ist zu weit rechts. Ja. Länge war okay. Go. Schade. Also hast du eigentlich schon meine tolle Polo-Bluse beachtet? Ja. Die habe ich geschenkt bekommen gestern von einer Freundin. Da steht einfach, guck da, the rules of golf, Golfball vor. Also falls ich was falsch mache, muss ich das nicht rufen. Ich bin schon versichert, steht hier drauf. Ist doch schön. Weltklasse. Wir sind hier falsch. Nein, wir sind hier gar nicht falsch. Ach doch, wir müssen zurück. Ja, ich bin doch kein Mann. Ich war schon bei den Herren ab. Frauen dürfen nämlich ungefähr immer 10 Meter weiter nach vorne gehen. 10? Manchmal. 60? Manchmal mehr, manchmal Meter weniger. So, kannst du wieder deine 7 dir aus der Tasche holen und dann nagelst du den da hinten hin. Genau. Der höchste Berg der Welt. Wie komme ich denn da rüber? Indem du einfach den Ball da drüber jetzt schlägst. Okay. Der liegt mit der Bahn. Ja, ist doch okay. Gut gemacht. Also, kurzes Feedback. Abschlag, ja gut. Blöd gelaufen. Der zweite war super von da hinten aus der Lage. So, beim letzten Mal hast du eine 7 gespielt. Entspannt dahin laufen lassen und dann zwei Putts und fertig ist die Kiste. Guck mal. Ja? Ein bisschen long. Ja, ein bisschen lang wieder, aber ist ja nicht schlimm. Der muss ja nur hier oben eigentlich auf die Welle kommen, ne? Und dann rollt er von da eigentlich schon selbst. Weniger, viel, viel weniger. Ja, und unten ein bisschen mehr Boden und weniger aus den Händen. Super. Gut. Tipptopp. Ja, guck mal. Hallo. Ja, guck lieber. Oh, toll. 1, 2, 4. Ja, jetzt zum Doppelbogey. Zur 5. Zwei Schläge besser als beim letzten Mal. Aha! Also einmal, ja genau, entweder mittig über den Baum drüber oder hoffen, dass er durchgeht oder du chippst den hier unten hin. Wäre voll langweilig, wenn ich die ganze Doppelbogey wäre, oder? Das ist viel spannender. Sag ja. Ja. Yes! Ah, durch den Baum! Das ist gut. Also, willst ein bisschen rechts vom Bunker sein? Da vorne ist nochmal ein Bunker vor der Fahne. Ja gut, siehst du, dafür bin ich also da. Genau. Ne, wirklich, nach links vom Ball den Boden Kontakt erzeugen. Aha. Der ist da. Der ist gegen den Baum und dann wieder. Der ist gegen den Baum wieder nach rechts gesprungen. Schön. Aber war mein Ball, war der rechts raus, so viel sonst? Ja, schlecht, ne? Nee, links, rechts. Ich verstehe das nicht, warum das geht, ist jetzt alles in die Richtung. Ja, weil wir jetzt erstmal ein bisschen Druck nach links unten bringen, damit du nicht immer den frühen Bodenkontakt hast und über den Ball wegschwingst. Also ist besser, ja? Ist besser. Okay. Also guter dritter Schlag. Danke. Oh. Der ist im Bunker. Scheiße gelaufen. Gelitten. Schön unten drunter durch. Oh nein. Oh. Oh. Wasser. Oh. Ja. Aber dann streichen wir das Loch einfach, okay? Okay. Ist nicht schlimm. Oh. Ja. Ist der Mond? Krass. Das ist der Mond, ja. Also Jody, wir halten fest. Ja. Vorher hast du hier mit der 7 abgeschlagen. Mhm. Und warst irgendwo da vorne auf dem Grün. Ja. Heute hast du die 9 genommen. Ja. Und hast du im Flug da oben gegen diese schöne... Das ist eine, nee, das ist eine Birke. Hast du nie einen Maibaum bekommen? Nein, habe ich wirklich nicht. Armes Mädchen. Traurig, ne? Aber du hast auf jeden Fall da reingeschlagen. Ja, im Flug. Klar. Aber der Ball ist wieder rausgekommen. Gut. Gewicht links lassen. Gewicht bleibt auch links. Du musst mit dem Hang stehen. Das ist Gewicht rechts. Genau. Ich schwöre, ich kann das nicht mehr links und rechts. Ist nicht schlimm, alles gut. Links, 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 super. Den kann ich gleich. Ja, nein, nur damit du es links lässt und nicht wieder nach rechts rüber gehst. Ja. Mach den nochmal. Und jetzt eher aus den Schultern raus, wie so eine Puttbewegung. Den müssen wir jetzt nehmen. Wie war der Chip? Ja, super anscheinend. Ist ja ganz hinten.
Weltklasse. 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 Also zur Aufklärung, Markus hat mir gerade gezeigt, wie man den richtig macht, weil ich den nicht wusste, wie man den macht, weil so kurze Chips sind, das ist das Schwierigste, finde ich, weil man so, du, ich weiß nicht, wie, also das hat, macht keinen Sinn, dass ich den Ball so ganz leicht nur schlage und dann geht er trotzdem so hoch. Das ist so Kopf. Oh, jetzt patte dir hier nicht ein zurecht, komm. Nochmal konzentrieren, Zeit nehmen, ordentlich an den Ball stellen. Ja, der wäre eigentlich drin gewesen. Alles gut. Also, wir wollen einmal festhalten. Ja. Was sagst du zu deinem Drive gerade? Fantastisch. Weltklasse. Der war richtig runtergestriped. Auf die 100-Meter-Markierung. Dafür, dass du das erste Mal den Driver auf dem Platz benutzt und wir nur anderthalb Stunden damit trainiert haben. Schon eine gute Nummer. Ja, du musst nur warten, bis das Grün komplett frei ist. Ja, warte noch, bis die oben rechts vom Grün weggegangen sind. Nee, einfach drauf knüppeln. T-Shirt sagt vor, ich bin versichert. Ich darf alles, was ich will. T-Shirt sagt vor, ich bin versichert. Markus, hier kommt Weltklasse. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn du den ins Loch machst, kriegst du einen Trolley von mir. Was ist ein Trolley? Du wolltest doch so einen Trolley haben. Ach, wie so ein Schiebeding? Ja. Ja, ich mach den so rein jetzt, pass auf. Ah, da musst du nachher im Video gucken, dann siehst du, dass der reingegangen ist. Das kann man ja von hier gar nicht sehen. Also? Was sagst du dazu? Weltklasse. Das sieht man ja. Oh yeah. Komm noch was rein. Roll noch was. Roll rein. Schade, rein, bleibt oben liegen. Rechts. Noch mal in letzter Sekunde gerettet. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Nee. Weiter geht's. Ist nicht schlimm, das wäre aber ein Paar gewesen. Muss man so sagen. Der ist zu fest. Jody! Yes, super. Gute 6. Au, oh, zu schnell gewesen. Oh, oh. Oh, scheiße. Ah, oh, der ist aber gut. Der ist sogar sehr gut. Hüpf, kleiner Ball. Naja, du machst, du sagst ja den ganzen Tag das Gleiche und ich mach das einfach nie. Ja gut, doch ab und zu schon, ne? Ja, aber aus Versehen. Aus Versehen, ist ja, ne, aus Versehen nicht. Ist ja schon, dass du dir Mühe gibst, so ist ja, es nicht. Ja, ich geb mir voll Mühe. Aber ne, ich bin ja der Weltklasse-Caddy, deswegen holen wir hier mal das Sandwich. Oh, schlecht verschoben. Oh, eklig, will ich gar nicht zeigen. Kommst du nicht drum herum. Aber auch wenn der Schlag nicht berauschend war, das Ergebnis ist ja immer noch in Ordnung, ne? Ja, also, ja, das war zu viel, das Ganze in kleiner. Ja, und mit Bodenkontakt trotzdem unten. Bodenkontakt, komm. Mehr, unten wirklich aktiv Boden. Ich kann nicht. Ich habe jetzt richtig versucht, auf den Boden zu hauen. Arbeite nach unten. Aha. So, und das mit Ball. Ja, der ist viel zu fest. Das ist... Er ist okay. Dafür war der Putt gut. Sehr schön.